Ah, jetzt weiß ich, was du meinst, Yuki. Yui, entschuldige. Nicht Yuki. Verflucht. Jawoll! Hey, geil! Oh, hallo Mayor, hey Monty! Ich hab's heute. Schön, dass du eingeschaltet hast. Führungsstreik, ja, ja. Quack, aktiviere Wand- und Dachhalterung, Laser, keine Ahnung was. Quack, sie Vogelehren! Ja, super, weil er irgendwas falsch gemacht hat. Huch, ich glaube, das Telefon klingelt. Ich gehe mal ran. Ich glaube, ich kann mich bewegen, ja. Das muss man den Leuten, also den ehemaligen Mitglieder von Rare lassen. Bossgegner können sie designen. Ah, ziehen. Scheiße. Nicht ganz K.O. Nur noch eine Runde. Wollte ja wahrscheinlich so eine Superheldenlandung machen. Nur halt mit dem Stab noch oben drauf. Naja. So, jetzt kommen die Sachen mit den Bienen, ne? Ach, crap. Jawoll! Jetzt kommen die explosiven Dinger. Ich würde mal sagen, läuft, ne? Hey, 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 hey.
Ach, verdammt. So. Da war ja nicht mehr viel bei. Ich habe nur noch keinen blassen Schimmer, was ich mit diesem mit der Rakete am Ende mache, aber jetzt kommen ja hier, jetzt kommt ja hier alles. Da aktiviere ich erstmal Schild. In der Hoffnung, dass man die Bienen jetzt mich auch langsam leicht kaputt machen. Oh Scheiße. Noch nein. Jawohl. Es wird Zeit, dass Kapitel B in die Höhe schnellt und explosive Werte entwickelt. Typen wie ihr lernt es nie. Ihr bringt euch immer selbst in selbst zu Fall. Das Problem ist, ich weiß noch nicht, wie ich diese Rakete aufhalten soll. Ach, Homing Missile, fuck! Wie frech! Oh, ey, wenn du da am Ende mit einem Leben da rumjuckelst, ey, dann hast du echt... Du bist echt nur am Heulen, ey. Ach du Arschloch! Das war voll extra gemacht. Crap. Ah, okay. Huiuiuiuiui. Ich drück jetzt wirklich noch die Texte weg, weil wir haben sie, glaube ich, jetzt schon so oft gelesen.
Okay, jetzt kommen die Bienen. Was geht, viele Herzen? Ah, ich habe 7. Wenn ich mich jetzt hier nicht extrem doof anstelle. Das war nicht so gut. Wie viel habe ich jetzt? 5. Jetzt kommt die Sache mit den Wabenexplosionen. Da brauche ich den Schild. Da gehe ich auf Nummer sicher. Also den ersten, den kann ich ja noch. Danach sollte ich mich schon ums Schild kümmern. So. Nächster Teil. Jocker rennt in der Zwischenzeit schon mal zum Punkt. Ich muss jetzt gleich direkt laufen und kriegen mich direkt eine ab. Dann kommen die Arschlochbienen wieder. Ah, ich hab dich gesprungen. Wenn die Bienen sich direkt hier mal verpissen würden, das wäre super angenehm. Natürlich muss ich nochmal. Energie, lad dich auf. Ich brauch dich. So. In die Höhe schnellt und explosive Werte entwickelt. Okay, was kommt jetzt? Ah ne, wir sind jetzt im letzten Teil mit dem... Was haben wir denn? 3 Schmetterlinge, schon besser. Jetzt kann ich zumindest gucken, wie ich diese scheiß Rakete abgewehrt kriege. Außer mit dem Schild. Vielleicht muss ich sie schlagen? Nein. Verflucht, wie wehre ich diese blöden Raketen ab? Vielleicht muss ich denen einfach nur entkommen. Das kann auch nicht richtig sein. Also der Schutzschild ist es nicht. Scheiße, einen Versuch habe ich jetzt noch. Okay, der Trick ist es auch nicht. Death Creator, moinsen, hallo. Schön, dass du eingeschaltet hast. Zur späten Stunde am Montagabend und live seht, wie ich hier bei dem Bossgegner die Krise kriege. So, Bienen verschwindet. Ah, brav. Und jetzt, bam! Er haut den Kapital ein auf sein B, auf jeden Fall. Was, Gabi, wie weit kann ich denn? Nee, ab hier kann ich nicht mehr kommen. Ach du Sack. Mann, das ist doch scheiße. Death Creator, du kannst mir gerne Tipps geben. Aua, direkt in die Aktien. So, weg ist er. Ja, den Schrei kann ich auch benutzen um die Bienen, das stimmt. Aber dann bin ich immer so weit weg von dem Viech. Dann haut er ab.
Verdammt! Oh, ich treffe ihn nicht. Scheiße. Das wird schon wieder nichts. Das war wieder richtig arschknapp. So. Dann hauen die Viecher auch ab. Ja, das stimmt. Aber dann, wie gesagt, dann ist in meinen Augen der Kapital B viel zu weit weg. Und dann habe ich schon wieder ein echtes Problem. Deswegen, ich mach's mit der... Ja gut, wobei mit der Unverwundbarkeit ist das Problem. Läuft mir die Zeit ab. So. Das ist ja noch easy peasy, ey. Es wird Zeit, in mehr Giftmodder zu investieren und eure Schmerzbeteiligung zu erhöhen. Das haben wir jetzt schon zum, keine Ahnung, x-ten Mal gehört. Jetzt kommen nämlich diese scheiß Fliegen, Bienen. Die kriege ich nicht kaputt. Ach Mann! Ach. Das wird nichts. Zu viele Flüchtigkeitsfehler am Anfang gemacht. Ne, also so meinst du das? Das Problem ist dann nur... Ach, was mache ich denn? Dann kann ich ihn nicht mal umschmeißen. Na, oder doch? So meinst du das? Na, ist auch eine Idee. So kann man es auch machen. Gut. Super, Discreter. Das war ein super Tipp. Genau, jetzt kommen die Schergen. Ja.
Ach. Bleibt er jetzt stehen? Ich dachte schon. Kippt doch eigentlich um. So. Puh. So, wie viel hab ich? Oh, ich hab dann zwei verloren, es läuft. Mal halt nur überlegen, was ich mit den Bienen mache in Kombination mit dieser Stampfattacke. Weil da kann ich dieses... Das Brüllen kann ich da vergessen. Das sieht auch aus. Das sag ich jedes Mal. Natürlich. Na, ja, das war wohl nichts. Aber wenn ich das richtig sehe, zwicken die mich auch noch nicht, solange ich laufe, ne? Kann das sein? So könnte das auch funktionieren. Geiler Trick. Bin ich da nicht vorher drauf gekommen? Solange du läufst, piek nicht die Scheißviecher nicht. Das ist natürlich gut. Du kannst in Ruhe nämlich deinen Ruhe weglaufen. Ach du Scheiße. So. Kommt jetzt schon die Bomben überraschend? Ne, jetzt kommen Bomben, Bienen, allmöglichen Scheiß. Kannst mir schon mal gleich helfen bei den... Ach, Kacke. Nein, ich hänge. Scheiße. Energie, lad dich auf. Ich brauche dich sofort. Jetzt bin ich gleich am A-Punkt. B-Punkt. Da. So. Jetzt kommt diese blöde Rakete und da habe ich keinen blassen Schimmer, wie ich die zurückschleudere oder so. Typen wie ihr lernt es nie. Ihr bringt euch immer selbst zu Fall. Vielleicht kann mir da der Disc Creator helfen, weil da... Ich habe jetzt wie viele? Ich habe 4 Schmetterlinge. Es ist der letzte Part, vermute ich mal. Ich vermute jetzt einfach mal, dass ich den nicht anschreien kann. Nein, natürlich nicht. Ach, fuck.
Kommt der noch zurück? Ja, da kommt zurück. Also da stehe ich auf dem Schlauch. Vielleicht wegfahren davor. Weglaufen, wegfahren. Keine Ahnung. Ich lasse ihn jetzt einfach mal drei schießen. Vielleicht kommt ja gleich irgendeine Rakete mit irgendwelchen Hinweisen oder so. Okay, das war doof. Was habe ich denn noch für Moves? Lass mal überlegen, ich kann auch fliegen, aber fliegen hilft mir hier gar nicht. Ich kann auch schreien. Ha! Effektiv. Wie sonst was. Help! Also dieser Homing Missiles, keinen blassen Schimmer. Lass uns überlegen, ich kann springen. Ole. Ich kann schreien, ich kann den Megaschrei. Der Megaschrei ist nicht effektiv. Was habe ich denn noch? Ich kann. Das habe ich gar nicht ausprobiert. Es ist dumm, aber gleichzeitig könnte das auch die. Könnte das. Es ist eine Idee. Mal gucken, ob ich überhaupt nochmal so weit komme. Arschloch, war zu nah dran. Ah, direkt auf die Aktien. Habe ich dich. Sauber. Also bin ich jetzt im Giftpool mit. Ich glaube, ich habe nur zwei Leben verloren. Ja, das ist gut. Die Idee mit den Unsichtbarkeit, die ist so doof, die können funktionieren.
Weil die haben wir jetzt hier noch gar nicht benutzt in diesem Bossfight. Ah, es wird wieder Zeit, in mehr Giftmodder zu investieren. Ey, der müsste doch eigentlich schon kein Geld haben, so oft wie er in Giftmodder investiert hat. Mai, mai, mai. Yes! Uno! Also wie gesagt, das mit dem Plattformverschwinden, das erinnert mich so an Mario 64, finde ich richtig cool. Na, jetzt kommen die Bomben. Ach scheiße, den Rot nicht gesehen. So. Jetzt kommt alles. Bienen, diese scheiß Waben und er selber und... Aber das ist arschknapp getimed, ey. Mein lieber Herr Gesangsverein. Eine Höhe zu schnell und explosive Werte zu entwickeln. Ich hoffe, es funktioniert wirklich mit Unsichtbarkeit, weil sonst, sonst habe ich keinen blassen Schimmer, wie man den besiegt. Dann gucke ich auch gleich nach. Ist mir dann auch egal. Mache ich mich jetzt schon unsichtbar? Nein, Mann, die verfolgt mich ja trotzdem! Das ist doch eine Scheiße! Ich kann sie jetzt noch rammen. Ja gut, ich habe keine Energie. Ha, 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 ha. Wobei... Nope, Ramm ist es auch nicht. 4 Versuche habe ich noch. Was haben wir denn noch an Moves? Ich kann auch schreien, das haben wir schon ausprobiert, das funktioniert nicht. Aber ich kann das Ding ja anschreien. Nein. Das ist ein Kack. 3 Versuche noch. Ich könnte draufspringen, aber das bringt mir... Ich könnte den Stampfattacke machen. Nein, das Ding verfolgt mich direkt. Okay, Leck mich, ich guck nach. Es tut mir leid, das hasse ich wie die Pest. Aber hier habe ich keinen blassen Schimmer, was ich machen soll. Yooka-Laylee. Bossgegner. Endboss sollte ich vielleicht reinschreiben. Endboss. Ne? Ist halt kein Dark Souls. Gibt es hier gar keinen Guide oder so? Vielleicht könnt ihr ja in den Chat reinschreiben, was ich hier machen soll. Ich habe keinen blassen Schimmer. Ah, gehen wir mal auf YouTube. Ich hoffe, das kriegt das Internet hier hin. Halbe Stunde habe ich noch. Ich will es durchkriegen. Nee, wirklich. Ich will es durchkriegen. Aber es kann nicht sein, dass dieser Bossgegner so blöd ist, dass der Spieler nicht rafft. Dass man keine Ahnung hat, was man machen soll gegen dieses blöde Ding. Na, jetzt kommt erstmal Werbung. Toll. Wunderbar. Ja, rasiert habe ich mich auch.
Okay, hier hat man denn die Sache. Er macht es im Endeffekt genauso wie ich mit dem Schrei, was ja auch der Death Creator gesagt hat. Das ist das Effektivste. So, jetzt hat er ihn umgeschmissen. So, letzte Phase. You types never learn. You always end up taking yourself down. Jetzt bin ich mal gespannt, was macht er? Er fliegt. Er fliegt! Och nein! Och, das ist so doof! Das ist schon fast brillant! Das ist echt saudoof! Muss dir vorstellen! Darauf muss er erstmal kommen! Leck mich doch am Arsch! Ist das geil! Wie lange mache ich das jetzt noch? Oh, jetzt kommt zwei. Oh, er bewegt sich! Bleib stehen! Jawohl, es hat auf jeden Fall gereicht. Jetzt muss ich warten, bis meine Energie aufgeladen ist. Oh, Energie, lad dich schneller auf, ich brauch dich! Ich muss landen. Sonst bin ich gleich kaputt. Ich wollte doch... Mann! Boah, ey, dieser Bossgegner geht mir so auf die Nüsse. Und nochmal von vorne. Ich hätte vielleicht einfach entgegengesetzt, was machen wir. Ach du Eumel, du. Jetzt kommen die Firmis, da verliere ich wahrscheinlich auch noch einen Schmetterling. Ah, oh, Mann. Bossgegner sind anstrengend, wenn man sie nicht kennt.
So, nächste Phase, Phase 3. Mit dem Bienenkönig, ey, Mann. Aber eins muss man denen lassen, das Design des Bossgegners haben sie gut gemacht. Es wird Zeit, in mehr Giftmodder zu investieren. Ja, wissen wir. Weiter, 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 weiter. Next one, Feld verkleinern. In der Zwischenzeit, ich mach mal kurz Pause, ich schenk mir mal kurz was ein. Gleich. Ah, 0,7 Liter Wasser fast ausgesüppelt. Sauber. So, jetzt kommt genau, jetzt kommt der mit den kleinen Bömmchen. Okay, muss ich noch einmal. Hui. War lang, aber jetzt die Bomben ganz, ganz nah beieinander. Das finde ich sehr, 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 sehr nett. Natürlich, geschlabbert. Ach, come on. Jawohl. Und jetzt kommen die Raketen. Aber vier Schmetterlinge. Ich kann viermal Scheiße bauen. Und dann ist wieder vorbei. Gut, dann fliege ich halt andersrum. Ich krieg dich. Ich muss mich halt nur beeilen. Die Bömsken treffen dich. Frontal. Oder auch nicht. Scheiße. Ich muss mich jetzt ein bisschen regenerieren. Ich hoffe, der Gegner lässt es auch. Natürlich lässt das nicht zu. Das ist doch ein Arsch.
Nein, ach. Falsche Kombi. Fuck, Mann. Oh. Darf in der YouTube-Aufnahme piepen. Toll. Scheiße, Mann. So, also das geht schon ohne irgendeinen Schmetterling zu verlieren. Das läuft also. Nur der Rest halt irgendwie nicht. Oh. Kommt ihr denn alle her? Na, geht doch. Da habe ich jetzt 2 Leben verloren, glaube ich. Hätte ich besser machen können. Also das ist auch kein Thema. Ah. Ja, Giftmodder, genau. So, das ist auch kein Thema. Ja, guck mal, ich habe erst 2 verloren. Ist doch super. Läuft doch richtig gut. Okay, nochmal. Kein Problem.
Oh, das ist doch fies. Läuft der Scanner hier noch drüber, ey. Mann. Das war so klar. Toll, ein Schlag hat er nur gebraucht. Jetzt kommt der ganze Rotz mit Bienen. Ah, ich mag diesen Gegner nicht. Fuck. Jawoll. Wie viel habe ich? 5. Neuer Rekord in dieser Zeile. Typen wie ihr lernt es nie. Schön energiesparsam sein jetzt. Sauber. Jetzt schießt er wahrscheinlich 2, ne? Ne, wisst ihr was? Kommt mal mit! Fliegen jetzt mal in die entgegengesetzte Richtung. Oh, scheiße. Gut, das bringt nichts. Ich muss mich treffen lassen. Ich brauche volle Energie. Das ist er. Yes, noch entkommen. Frontalramme! Warum bleibst du stehen, du Arsch? Oh, komm schon! Ein paar Zentimeter! Das ist doch assi! Er hat getroffen. Und meine Energie ist leer. Drei. Oh komm, der eine hätte treffen müssen. Fies. Ein letzter Versuch, glaube ich. Oh Mann. Das ist so nervig, dieser Gegner. Wie gesagt, ein paar Schmetterlinge hier bei einem Bossgegner wären schon echt nett. So, gerade so die Zwischendinger, die sind echt scheißenschwer.
So, Phase 1. Mein Gott, fall doch endlich runter. Endlich weitermachen können. Danke. So, Ende Phase 2. Ein Leben verloren. Dass es keine Schnell-Save-Funktion gibt. Aber ich bin jetzt gerade nur am Rumnörgeln. Gut, dass ich bei Twitter geschrieben habe, vielleicht das Finale. Naja. Ja, vielleicht schaffen wir es ja jetzt in 5 Minuten noch. Sollte ich bei Kabelsotten eine Rubrik aufmachen. Bossfights. Es ist einfach nur 2 Stunden lang Videos, wie Beefy es nicht hinkriegt, einen Boss zu besiegen. Das wäre doch mal mega. Phase 4? Ich glaube, es war 4. Und Phase 5, nee, Phase 6. Auf geht's zu Phase 6. Jetzt kommt ja alles zusammen. So, jetzt aber. Wir wissen ja jetzt, der Energiebedarf ist hier sehr, sehr kritisch.
Nein, jetzt fliegt die hinter mir her. Das darf doch nicht wahr sein. Arschloch-Rakete, Mann. Kriegt die Krise. Die ist weg. Hier muss ich schon abheben. Das gibt's nicht. Die Raketen sind genauso schnell wie der Tönnes. Knapp noch entkommen. Gib mir noch ein bisschen Verschnaufpause, du! Shit, hätte ich mir auch sparen können. Gib mir Energie, gib mir Energie. Da ist er. Drei fucking Raketen, ey. Und er bewegt sich schneller. Das gibt's nicht. Drei Herzen, ja, okay. Nein, komm schon, das ist doch echt nicht wahr. Yes! War's das? Er fällt! Oh mein Gott! Bist du besiegt? Did I win? Ja, auf jeden Fall Pleitegeier. 100 G habe ich bekommen, aber habe ich gewonnen? Ich habe nur einen Job gemacht, ihr Dumpfbacken. Yes! Aber einen schlechten Job, Herr B. Der Vorstand wird mit ihrer Leistung überhaupt nicht zufrieden sein. Ich sollte sie melden. Nein, warte, ich kann noch gewinnen. Verpfeif mich nicht. Moment mal, ich dachte, Kapital B wäre der Boss hier. Ach, er ist auch nur ein Rädchen im Getriebe. Ich bin hier, um die wichtigsten Fakten und Fragen im Auge zu behalten und dann den wahren Boss in Form einer anschaulichen Präsentation vorzulegen. Oh ne, sag nicht, das Spiel geht noch weiter. Das erklärt die Quizfragen. Wie dem auch sei, die Zeit für Quatschen ist vorbei. Wir nehmen uns jetzt unser Buch zurück und verschwinden von hier. Halt, ihr Narren! Ihr habt keine Ahnung, was sein wahrer Zweck ist. Wenn Weil es in die Finger kriegt, werden wir die Welt beherrschen. Still, Herr B. Wir sind vertraglich gehalten, betriebsfremde Personen keine geheimen Informationen zu lassen.
zukommen zu lassen. Wie dem auch sei, wir werden das Einbuch jetzt zurücknehmen und eure Abenteuer ein für alle Mal beenden. Hust, hust! Hallo? Ist das hier die erste, ist das hier der erste Hilferaum? Blasto, was machst du hier? Hust! Ich habe etwas anderes im Hals stecken. Hust! Ich brauche Hilfe! Oh nein! Gleich! Ah. Oh nein! Du durchgeknallte Kanone! Wir wollten gerade die Ente vermöbeln und alles über ihre geheime Organisation erfahren. Puh, mir geht's schon viel besser. Danke! Es ist nichts Schlimmes passiert, Blasto. Immerhin haben wir endlich Lillys Buch zurück und die bösartigen Pläne von Highbury Towers durchkreuzt. Das magische Buch landet direkt im Tresor, wenn ich wieder zu Hause bin. Es wird noch an Wert zulegen. Komm Leute, lass uns zurück zur Schiffbruchbuch zurückgehen und ordentlich feiern. So wie es sich in einem Rare-Abenteuer gehört. Hehe. Ach Gott im Himmel, ey, war das ein Krampf. Gott sei Dank noch geschafft. Aber jetzt sind die in einen dieser Großwälzer. Boah, wie geil. Sau cool, die Frösche. Die Spielautomaten, die blöden Schweine. Mampf, Mampf. Ich hab dich nicht vermisst. Eine grandiose Party, junger Krieger. Mampf, Mampf. Hättet ihr etwas dagegen, euch auf eine hehre Quest zu wagen und mehr Kuchen zu beschaffen? Kuchen? Ich glaube, du hattest genug. Lasst uns nicht streiten. Wir sind alle hier versammelt, um die heldenhaften Taten des bravourösen Blasto zu feiern. What? Ja, wirklich. Bravourös. Das wallende Pulverfass hätte uns fast die Köpfe weggepustet. Ach, das so nebenbei. Eine Frage, Leute. Was genau habt ihr mit diesen zwielichtigen Schurken Kapital B angestellt? Um den brauchst du dir keine Sorgen mehr machen, Kartos. Dank Layli und mir ist das Kapital dauerhaft abgeschlossen. Ach, das Kapitel. Oh. Manometer! Das ist ja prima. Wenn ihr noch ein paar solcher Abenteuer besteht, könnt ihr euch ja fast echt Helden nennen. Fast? Ich habe Kopf und Kragen für dieses Spiel riskiert. Beruhig dich, Lady. Es wird in der Zukunft sicher noch reichlich Gelegenheit geben, unseren Heldenstatus zu verbessern. Ja, Jokaleli Card. Jokaleli Party. Jetzt lass uns erstmal zurücklehnen und den riesigen Abspann genießen. Auf ein Wort. Ah, ja, ja. Ach, der Abspann kommt aus dem Buch. Mega. Ah, aber ich spul vor. Ich hoffe, ihr habt nichts dagegen. Ja, Mensch, das war wahrscheinlich Yooka-Laylee. Man müsste jetzt noch die anderen 100 Pages sammeln, aber das spare ich mir. Das Spiel hat Spaß gemacht, aber wenn ich an die Golf-Geschichte mich erinnere, dann fehlt mir da leider schon die Lust. Muss ich leider sagen.
Ja, aber ist die Frage, was spielen wir als nächstes, wenn das jetzt hier wirklich zu Ende ist? Also ich befürchte ja, dass dann irgendwie, ach ja, du hast nicht alle Pages gesammelt, um das richtige Ende zu sehen. Machst du das und das? Ich hoffe es nicht. Da komme ich zum Ende. Ja, Sam, leider das bravöse Finale aller... Ich glaube, 1,5 Stunden saß ich an dem Boss. Das war echt... echt nicht gut. Und er war wirklich... Ja, gut. Er war schwer. Er war wirklich schwer. Boah. Aber schön war's. Schön war's. Ich bin jetzt echt am Überlegen, was mache ich als nächstes. Wenn das jetzt wirklich das Ende war. Wenn jetzt das Spiel sagt... Ey, übrigens, wenn du alle Pages gesammelt hast... Dann haust du Kapital B nochmal auf die Glocke und dann trittst du gegen Vile an. Wer auch immer Vile ist. Könnte eine Mega Man X-Anspielung sein. Metroid! Metroid Other M. Ja, das wäre mal eine Maßnahme. Wobei eigentlich müsste ich den Titel ja nur Other M heißen. Nennen. Es ist kein Metroid in dem Sinne. Spielen Charaktere drin, die ähnlich heißen, mit Ausstattungsgegenständen, die ähnlich aussehen, aber es ist kein Metroid. Es ist Other M. Joker war super. Oh, das freut mich. Das freut mich wirklich, dass dir das gefallen hat. Obwohl ich habe mich, wie gesagt, jetzt während der letzten 15 Stunden, ich habe zum größten Teil bin ich nur rumgeirrt. Das ist halt das Problem, wenn man es wirklich blind spielt. Aber ist halt so. Egal, spiel es. Ich mache eine Abfrage. Das hat bei Neon Genesis Evangelion auch gut funktioniert. Aber ich bin am Überlegen, welche Spiele ich dann noch einnehme. Donkey Kong wäre cool. Donkey Kong Country. Den ersten Teil für den Super Nintendo machen wir mal ein bisschen Retro. Das ist dann auch so ein Quickie, sagen wir mal, weil den kriege ich schnell durch. Da habe ich die Levels noch gut vor Augen. Ne, und was haben wir denn noch? Ich würde euch gerne Vanquish zeigen. Das habe ich auch noch im Regal. Das kommt ja bald raus und ja, wer auch mag, das ist schon geil. Ne? Aber ich glaube, da kriege ich das mit 30 Frames zu sehen. Wobei das Spiel läuft, glaube ich, selber nur auf 30 Frames. Aber das wäre auch noch eine Idee. Also hätten wir schon 3. So, jetzt brauchen wir noch einen 4. Vielleicht was auf der Wii U? Was könnte man auf der Wii U denn da drin, was so locker durchgeht? Wo ich auch keine Probleme habe mit meinem Equipment. Wie wäre es mit irgendwas PS1-mäßiges? Boah. Ich muss zugeben, ich habe auf der PS1 nicht ein einziges Spiel durchgespielt. Und ich sag mal so, wenn ich Crash Bandicoot spiele, kriege ich die Krise. Spyro, ja. Spyro ist auch noch so ein Ding. Aber Spyro wäre auch geil. Spyro habe ich hier. Also 1, 2 und 3. Also wäre kein Thema. Spyro wäre eine Idee, ja. Ey, haben wir doch schon unsere 4 Spiele, ne? Wir haben Other M, wir haben Donkey Kong Country, wir haben Spyro und wir haben... Vanquish. Vanquish. Das Spiel, wo die Leute, wo der eine Kerl blanke Metalldinger hat. Der Chat dreht schon durch. Kirby. Kirby wäre auch noch eine Idee. Oh, Kirby könnten wir... Ganz ehrlich, ich schmeiß Donkey Kong raus. Ich hau Kirby rein. Wir müssen ja eigentlich in der Dream Collection noch ein bisschen weiterspielen. Da hätten wir nämlich... Was haben wir denn durchgespielt das letzte Mal? Das Adventures haben wir durchgespielt. Wir haben Kirby's Dream Land 1 durchgespielt. Und Kirby's Dream Land 2 haben wir durchgespielt. Das heißt, es müsste jetzt Kirby's Dream Land 3 kommen. Ja. Kirby's Dream Land 3. Oder? Was hat das Spiel denn noch? Ah, ich hab's ja hier griffbereit. Ah, so. Ne? Das wäre eine neue G. War Vanquish nicht das mit dem Rumrutschen? Ja, das war was mit dem Rumrutschen. Genau, hier ist nämlich noch... Ah, guck mal, Kirby Superstar hätten wir auch noch. Und Kirby 64. Kirby 64 kenne ich auch nicht. Habe ich damals nicht gespielt. Besitze ich aber auf der Virtual Console und auf dieser schönen Collection. Aber das Problem bei Kirby ist, mit der Collection, ich kann es noch nicht betreiben. Das heißt, Kirby können wir uns eigentlich aus dem Kopf schlagen. Das klappt nicht, weil das läuft ja über die US-Wii und die US-Wii funktioniert momentan nicht, weil ich Probleme mit den Hammer-Umschalter habe und eigentlich noch ein Ersatzteil brauche, beziehungsweise ein Kabel brauche ich noch. Ne, aber Vanquish, ja eigentlich haben wir damit unsere 4 Titel. Vanquish, Spyro, Other M. Aber Other M ist auch Wii, ist auch doof. Wobei ist auch für Wii U, könnte funktionieren. Und dann als nächsten
Donkey Kong Country. Also Donkey Country, Spyro, AVM und Vanquish. Ich glaube, damit haben wir unsere vier Titel. Kirby, ganz ehrlich, Kirby setzen wir uns auch nochmal am Wochenende zusammen zum 25-jährigen Jubiläum. Das habe ich ja beim letzten Mal gemacht und da spielen wir nochmal Kirby. Und zwar die hier, die 20-Year Anniversary Edition. Die spielen wir dann nochmal. Das machen wir auf jeden Fall an einem schönen Wochenende. Nochmal hier richtig schön lecker, hier 8 Stunden Stream. Yes! Nochmal die letzten 3 Kirby-Spiele durchspielen. Wobei Kirby 64 dauert länger. Und Superstar Saga? Ich habe Superstar Saga nicht durchgespielt, glaube ich. Kirby Superstar? Wobei Kirby Superstar ist doch die Minispielsammlung. Da ist das Reboot von Adventure dabei. Das müssen wir ja eigentlich auch nicht spielen. Also eigentlich können wir Superstar Saga uns als Bonus irgendwie aufheben. Aber Kirby's Dream Land 3, diesen echt, echt schönen Wachskreide-Look, das ist auch sehr cool. Und Kirby 64 mit den 2 Attributen, die du verwandeln kannst, das sollten wir auf jeden Fall spielen. Aber das machen wir, wenn dann meine US-Wii dann gescheit läuft. In Kombination mit einer Runde Excitebots. Mensch, der Abspann ist aber ganz schön lange. Da werden jetzt alle die Unterstützer werden hier an. Wir sind bei A. Leute, verarscht mich doch nicht. So viele Andis. Legend of K besitze ich leider nicht. Wäre auch eine Idee, aber besitze ich leider nicht. Und freust du dich auf ARMS? Auf jeden Fall. Aber ich werde das erste Wochenende ja nicht spielen können. Ne? Ja gut, ich glaube, die ist auch getimed, ne? Irgendwie 2 Uhr morgens. Also ich werde wahrscheinlich einmal spielen können. Ob ich dazu aber ein Video mache, weiß ich noch nicht. Vielleicht. Aber ich freue mich drauf. Bin ein bisschen gehypt in ARMS. Aber wie gesagt, Legend of K besitze ich leider nicht. Ich habe Forsaken für die PlayStation 1. Das Geile ist ja, du kannst die PlayStation 1 ja auch in die PS3 packen und die funktioniert. Wobei bei PS... Ah, scheiße, haben wir eigentlich schon wieder das gleiche Problem. Die PS3 läuft ja auch über Komponente. Aber Spyro, mach mal. Sonst muss ich echt jetzt am Wochenende mal runtergehen, mal die Kabelbox aufmachen. Ich suche ein verfluchtes Kabel fürs Saubauge. Dann machen wir das einfach. Ja. Kann ich das auch irgendwie wegdrücken oder skippen? Da, ich kann es beenden. Toll. Was quassel ich mit dem Mund vor sich, wenn ich einfach nur B drücken kann? Okami habe ich auch hier, aber auch auf der PS3. Ist auch eine gute Idee. Ey, wir können eine ganze Liste machen, aber Okami habe ich zum Beispiel auch nie gespielt und ich weiß nicht, ob das streamtauglich ist. Weil ich muss ab und zu mal in den Chat gucken, weil Yooka-Laylee war schon ziemlich schwierig. Ja, egal, das war jetzt... Wir sind durch. Yooka-Laylee abgeschlossen, zumindest kann ich sagen, ich hab's geschlagen, ich hab's aber noch nicht komplettiert. Ich aber komplettieren, das mache ich alleine. Also, ihr habt ja schon gesehen, wie ich heute geflucht habe bei dem Bossgegner. Ihr wollt nicht sehen, wie ich fluche beim Golf. Das Golfspiel, das ist so Banane hier. Das kannst du echt in die Tonne treten. Egal, aber da nichts mehr kam und ich auch jetzt nicht motiviert worden bin, noch weiter Pages zu sammeln, würde ich jetzt einfach knallhart sagen, nächste Woche starten wir mit einem neuen Spiel. Ich starte gleich mal die Umfrage, wenn ich es nicht dran denke, mache ich es spätestens morgen. Und wir machen es wirklich. Wir machen wirklich AVM. Da habe ich Bock drauf. Das habe ich mir schon so lange vorgenommen. Das mache ich. Da habe ich Bock drauf. Vanquish, da habe ich auch Bock drauf, weil auch Vanquish kurz vor Veröffentlichung steht und ihr vielleicht auch Bock habt, auf das Spiel in 60 Frames zu sehen auf dem PC. Ich spiele aber die Xbox 360-Variante. Dann haben wir Donkey Kong Country und als letztes haben wir Spyro. Wobei Spyro, muss ich ganz ehrlich sagen, Spyro steht auf der Kippe, weil ich muss das auf dieser PS3 zum Laufen kriegen. Das wird ein bisschen schwierig. Das gleiche ist auch leider mit Okami und so weiter. Aber da gucke ich mal. Sonst, wenn ich es nicht hinkriege... Nehme ich den Zweitplatzierten, wenn ihr damit d'accord seid. Ich muss mal am Wochenende basteln. Vielleicht kriege ich es ja hin. Sonst, Reserve-Stream mit Kamiko habe ich auch noch da. Sonot habe ich Spyro für die Wii. Ja. Ach, das Spyro the Legends. Also das soll nicht so gut sein. Ist müsste, glaube ich, oder? Hier, Enter. Nee. Enter the Dragon ist alles PS3. Das ist hier. The New Beginning und das andere da mit denen. Aber zur Not kannst du mir Lion Claw. Ja, wir gucken einfach mal. Vielleicht kriege ich es ja hin mit der PS3. Das sind mehrere. Ja, ich glaube, das ist eine komplette Trilogie, ne? Ich glaube, der dritte Teil ist dann so God of War ähnlich. Könnte man auch spielen, God of War.
kenne ich auch nicht, aber ey, verkloppen bin ich dabei. Egal. Ich schreibe die vier Spiele einfach rein, die ich jetzt gerade genannt habe. Und dann, wie gesagt, ihr könnt auch andere Vorschläge reinschreiben. Wie gesagt, ich muss auch zur Not einen Notfallplan machen. Das heißt, wenn wirklich Spyro gewinnen sollte und ich kriege es bis nächste Woche Montag nicht hin, die Technik hier aufzubauen, damit die PS3 funktioniert, spielen wir einfach am Montag Kamiko auf der Switch. Ne, das kriegt man in einer Stunde durch. Und dann spielen wir Mario Kart. Wenn wirklich Spyro gewinnen sollte, ich glaube aber nicht. Also ich werde für AvaM tippen. Das ist also, ich darf ja selber auch. Ne, also, ja, egal. Ich mache jetzt Feierabend. Es ist schon über der Zeit. Danke fürs Zusehen. Ich hoffe, es hat euch einigermaßen Spaß gemacht. Der Bossgegner, der war jetzt echt. Boah. Pff. Und ihr habt mich echt fluchen gesehen. Das war jetzt echt. Das war so Banjo-Tooie-Niveau, hatte ich das Gefühl, der Bossgegner. Das war jetzt echt. Oh Mann, ey. Aber das muss einfach sein, glaube ich. Einfach am Ende des Bossgegners muss der Bossgegner so schwer sein wie in Dark Souls ein ganz normaler Gegner. Es muss einfach sein. Sonst macht das Spiel ja keinen Spaß. Ich wünsche euch eine gute Nacht. Ich sehe schon im Chat. Bye, 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 tschö. Wunderbar, dass ihr eingeschaltet habt. Ich wünsche euch auf jeden Fall einen guten Start in den Tag. Ich habe morgen ein kleines Video vorbereitet. Und zwar habe ich ja die Fire Emblem Amiibos getestet. Das werdet ihr euch dann auf jeden Fall auch angucken können für morgen. Aber heute ist erstmal Feierabend. Ich wünsche euch nochmals eine schöne Woche. Wir sehen uns spätestens nächste Woche, Montag, zur gleichen Stelle mit einem komplett neuen Spielball. Die Abfrage schalte ich gleich auf Twitter direkt hoch. Ich freue mich drauf, was dabei rauskommt. In dem Sinne, ja. Haut rein, schlaft gut, habt eine schöne Woche, bis demnächst. Ciao.